Hallo Liv, ich bin Marcel von Wat Los, Magazin für Hamburg. Wat Los? Ja. Alles klar. Erstmal Gratulation zur Premiere, zur fantastischen Serie. Ja. Ich habe ja jetzt schon den Piloten gesehen, aber könntest du für Leute, die noch gar keine Ahnung haben, worum es im Babylon Berlin geht, mal kurz beschreiben, den Inhalt so, ja, und ein paar kurze Sätze auch zu deiner Figur, wie du sie siehst? Also, es ist jetzt gar nicht so einfach zu sagen, weil es sind immerhin 16 Episoden und da passiert sehr, sehr viel. Also das Ganze spielt 1929. Wir sind in Babylon, Berlin, was dem Berlin von damals ziemlich nahe kommt. Und wir sehen eigentlich ein, würde ich sagen, ein Sittengemälde dieser Zeit. Also ich meine, individuell wie gesellschaftlich ist es wirklich, versucht das wirklich sehr, sehr scharf zu ziehen, was in der Zeit so los war, was es für gesellschaftliche Entwicklungen gab, wo das, also wo der Nährboden auch ist zu dem, was danach kommt, was wir alle wissen, was dann passiert ist. Und ich spiele Charlotte Ritter, eine Stenotypistin aus der Unterschicht, die, sagen wir mal, nach einem besseren Leben strebt und das auf viele Arten versucht. Sie ist sehr, sehr neugierig und sehr gerade, aber vielleicht nicht immer ganz korrekt, würde ich sagen. Und ja, sehr erfinderisch und eben neugierig. Aber ich glaube, das habe ich schon gesagt. Und ist, glaube ich, ein Mensch, der... Also ich hatte das Gefühl, dass sie jemand ist, die nach einer Wahrheit sucht, bei sich selbst und auch bei anderen. Und das hat mich persönlich sehr interessiert, weil man eigentlich mit der Figur so eine klassische Aufsteigergeschichte erzählt, die aber nicht... Also im besten Sinne ehrgeizig, also nicht überambitioniert oder so. Und das hat mich sehr fasziniert, dass da jemand ist, der bei sich selbst und bei anderen eine Wahrheit sucht. Hallo. Wach auf. Ich führe dich jetzt zurück zu der Quelle deiner Angst. Gerion Rath, Sondermittel aus Köln. Zu Asche, zu Staub. Das Ziel dieser Leute ist nichts Geringeres als die Zerschlagung unserer Demokratie. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Deshalb bin ich hier. Willkommen in der Stadt der Sünde. So läuft das in dieser Stadt. Es ist wohl nur ein Traum. Ich brauche deine Verbindung zur Polizei nicht. Mir gehört die Polizei. Babylon Berlin. Zu Asche, zu Staub. Der Serienstart am 13. Oktober. Nur auf Sky.